Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in Transportfieber Projekt 3 Flussland. Heute machen wir mal eine Mitfahrt mit der Lebensmittelversorgung für Altenkunstadt. Sprich, wir fangen erst an mit der Getreidezufuhr, dann mit der Lebensmittellieferung hier zum Terminal und dann fahren wir von hier aus mit einem Bus nach Altenkunstadt rein. Altenkunstadt baut sich auch hier aus, interessant. Schauen wir mal kurz nach und warten auf den ersten Zug, der jetzt ja auch gleich kommt. Dann steigen wir mal ein in die BR218 und bringen Getreide und Vieh und dann erreichen wir jetzt hier die Bärbaum Lebensmittelfabrik. Hoppala. 552.000 bekommen wir hierfür. Gut, dann müssen wir jetzt noch auf den nächsten Zug warten. Der letzte ist ja gerade uns weggefahren. Boah. Na, das war nicht was ein. Wir sollen mehr Vieh anliefern. Ja, machen wir doch. Da kommt schon die BR185 an. Kann 104 mitnehmen. Hier warten fast 104. Dann fahren wir mal mit der BR oder steigen in die BR185 ein, um die Lebensmittel dann zum Güterumschlagplatz zu bringen. Zum Güterterminal Südwest. Ein etwas weiterer Weg als jetzt vorher, aber auch ein ordentlicher Weg. Thank you.
Immerhin kommen wir mit der BR-185 auch auf Maxgeschwindigkeit. Zu wissen. Ich wusste gar nicht, dass wir im Tunnel noch eine andere Linie kreuzen. Das ist aber sehr gut zu wissen. Ich dachte, wir wären drüber gewesen oder drunter, aber gut. Zumindest war das der Plan. Fährt die deswegen nicht, weil die ganze Zeit irgendwie darauf wartet, weil irgendwie was im Weg ist? Warum fährt die nicht? Muss ich mal gleich nochmal angucken. Dann kommen wir jetzt erstmal im Güterterminal Südwest an. Und dann liefern wir unsere 94 Lebensmittel an. Wir kommen 9 Millionen. Freie Wege. Ah, jetzt fährt sie. Dann warten wir jetzt noch auf den nächsten LKW für alten Kunststoff Lebensmittel. Da kommt schon der nächste LKW. Dann steigen wir mal in den 40 Tonner ein. Machen wir schon mal, wer jetzt hier rauf fährt. Hier wartet echt eine Menge. Wir haben, glaube ich, genau den super Punkt erwischt, wo es hier einfach nur ewig voll ist. Wir auch nicht wirklich rauskommen. Und wie sich jeder Kollege irgendwie vordringelt. Das Gute ist ja nur ein Drop-off-Punkt. Die LKW muss ich noch alle ein bisschen wieder ersetzen, damit sie nicht ganz so schmuddelig aussehen, aber für diese Fahrt haben wir auf alle Fälle mal so ein bisschen auch schmuddelig und nicht schmuddelig. Sehr günstig hier sich damit rauszudrängeln. Wenn wir jetzt Schranken runtergehen, dann goodbye Ladung, goodbye 40 Tonner, goodbye Life. Im schlimmsten Fall.
ist schon ordentlicher Güterverkehr auf den Straßen. Aber gleich kommen wir jetzt auch noch in den PKW-Verkehr und so weiter rein. Aber auch hier wieder ein bisschen mehr zu sehen als nur LKWs. Wollen wir zur Hauptstraße von Altenkunstadt. Altenkunstadt sieht schon auch echt. Ich hatte eigentlich immer nur wieder sagen, ich finde die Stadt ein bisschen nice. Aber das liegt vielleicht auch daran, weil ich solche Entwicklungsspiele gerne mag, wo sich auch das Stadtbild verändert. Stadt rein, jetzt auch wieder etwas langsamer. Verkehr nimmt zu, sowohl was die Schienen betrifft als auch die Straße, wie man sieht. Vorne fährt glaube ich sogar noch ein Bus entlang. Ich glaube, hier links liefern wir ab. Wobei, ich habe keine Ahnung, wo wir abliefern. Um ehrlich zu sein. Ich war jetzt einfach nur ein random Guest, weil der Kollege da angehalten hat. Wird noch gebaut, wunderschön. Fly with us, Southwick. Southwick. What? Southwick Airways. Oh Gott. Wo auch immer die Hauptstraße ist, ne? Aber wir sehen viel von Altenkunstadt. Hier ist die Hauptstraße. Und hiernach dürfte es dann zurück zum Knotenpunkt Altenkunstadt gehen. Sprich, das müsste dann sein, dass wir jetzt hier drehen und dann wieder zurückfahren. Genau. Und nicht nochmal irgendwo halten. Ja. In dem Sinne hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat. Diese Mitfahrten. Beim nächsten Mal, denke ich mal, werden wir uns dann um die nächsten Güterversorgungen kümmern. Die nächsten Güterterminals und so weiter. Damit wir auch da ein bisschen vorankommen. Die anderen Städte beliefern und befahren. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video von Transport für Webpack 3 Fußland wieder.